Es ist 6.06 Uhr am 20.09.2018. Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video, meine Freunde. Vorab wundert euch bitte nicht, falls das jetzige Video ein bisschen schneller und kürzer ist als die gewohnten Videos, meine Freunde. Ich habe mir gestern Folgendes mit Thomas ausgedacht. Thomas ist gestern Abend also in den Replay-Modus gegangen und ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass gestern etwas Großes in Fortnite passiert ist. Eine große Sache, die wir uns jetzt gemeinsam erstmal anschauen. Ich möchte euch quasi da auf den neuesten Stand bringen, deshalb bin ich so früh aufgestanden, um dieses Video relativ früh rauszuhauen. Rückwirkend war das eine echt ziemlich blöde Idee, weil ich glaube einfach schon jeder andere ein Video darüber gemacht hat, außer mir. Ist aber egal, meine Freunde, das ist das erste Mal, dass ich um 7 Uhr morgens ein Video hochlade, von daher gönnen wir es jetzt gemeinsam. Und zwar hat der Würfel gestern bei Fortnite was absolut Geisteskrankes gemacht. Ich habe es mir gestern im Stream schon reingezogen, meine Freunde, bei verschiedensten Leuten. Bei Freddy, bei Sturmwaffeln und so weiter und so fort. Und jetzt achtet mal bitte darauf, was beim letzten Movement dieses Würfels passiert, meine Freunde. Geisteskrank. Der Würfel bewegt sich jetzt jeden Moment. Und dann hat sich komplett Loot Lake einfach mal verabschiedet und einfach um 360 Grad verändert. Thomas hat sich gestern netterweise hier hingestellt mit seinem Account und das Ganze als Replay quasi für mich aufgenommen. Und wir können jetzt von allen Winkeln mal betrachten, wie das aussieht. Es dauert nicht mehr lange, bis der Würfel sich bewegt, meine Freunde. Was danach passiert ist, ich habe selber nicht geglaubt. Also als ich gesehen habe, was geschehen ist, ich bin nicht mehr klargekommen. Ich bin absolut nicht mehr klargekommen, meine Freunde. Hier seht ihr gerade, wie der Würfel einen letzten Move macht, der gute Kevin. Und ich dachte schon, okay, das wär's. Aber dann hat er das erste Mal das Wasser berührt. Und schaut jetzt mal ganz genau hin, meine Freunde. Ey, ihr seht's doch gerade vielleicht. Der Würfel schmilzt einfach. Guckt euch mal bitte an, was hier gerade passiert, Leute. Dieser gottverdammte Würfel fängt einfach an zu schmelzen. Und ich dachte mir so gestern, what? Was geht bitte ab? Also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, dass irgendetwas anderes passiert. Ich dachte, dass er einfach verschwindet oder sonst was. Aber ich hätte niemals gedacht, dass Epic so eine kranke Animation dafür einfügt, dass dieses Ding einfach mal komplett im See verschwindet hier in Loot Lake. Absolut geisteskrank. Und man sieht jetzt hier, wie das Ding richtig schön und langsam versinkt, Leute. Das Witzige ist, dass man genau diese Ecke, wartet mal, ich gehe noch mal ein bisschen weiter, genau diese Ecke schon immer hier vorne hat unter dem Wasser sehen können, Leute. Das heißt, diese Ecke war keine Pyramide, sondern letztendlich nur der Würfel, den man quasi die ganze Zeit schon hat sehen können. Das heißt, manche Vermutungen der Leute lagen richtig. Es wurde darüber spekuliert, dass Vulkane kommen, dass der Würfel irgendwie komplett tiltet, wieder mal zerstört, der Running Gag tiltet, wird zerstört. Ist nicht passiert, sondern das Ding ist einfach nur im See versunken, wie wir hier sehen können. Und ich finde es absolut majestätisch und richtig, richtig schön, dass es so gekommen ist. Und wie ihr jetzt vielleicht merken könnt, hat dieses komplette Wasser jetzt irgendwelche Runen auf sich drauf. Thomas wird es jetzt wahrscheinlich auch jeden Moment bemerkt haben. So, und jetzt achtet mal bitte noch einmal auf das Wasser, meine Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier seht. Schaut euch jetzt mal bitte das Wasser an. So, und jetzt seht ihr hier gerade schon, Thomas hat das Wasser als erstes betreten, meine Freunde. Und man sieht jetzt hier schon, was geschieht. Man hüpft auf dem Wasser hin und her. Und der Würfel ist einfach verschwunden und hat komplett Loot Lake zu diesem riesigen Trampolin gemacht, Leute. Absolut geisteskrank. Wirklich absolut gestört, was da geschehen ist. Hätte ich niemals mit gerechnet, Leute. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal ganz kurz gemeinsam in die Spielwiese und probieren mal ein bisschen damit rum, was man denn damit alles so machen kann. Gut, Thomas ist dann auch direkt mal mit einem Golfkart draufgefahren. Tolle Idee an der Stelle. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns gleich dann in der Spielwiese wieder. Bis gleich. Gut, meine Freunde, wir sind jetzt hier gemeinsam in der Spielwiese drin und ich würde sagen, wir fliegen erstmal nach Tilted, beziehungsweise ich gucke erstmal, ob ich irgendwo ein paar Items finden kann, mit dem ich dann auf diesem Ding rumspielen kann, denn ich möchte auf jeden Fall mal gucken, was machen Impulsgranaten wieder auf dem Loot Lake aus. Schaut euch jetzt mal bitte Loot Lake von oben an, Leute. Schaut euch mal bitte Loot Lake an. Das sieht aus... Ich weiß nicht, habt ihr zufällig den Simpsons-Film gesehen, wo dieses komische Wasser bei den Simpsons so verdreckt worden ist? So sieht Loot Lake jetzt mittlerweile aus. Das ist absolut krank. Man kann von oben kein Pattern oder sowas erkennen. Man sieht einfach nur, dass dieser See unglaublich geil aussieht, Leute. Und man kann irgendwie so nur zwei kleine Spitzen erkennen, rechts und links. Ich weiß nicht, ob ihr das seht hier. Das sind so zwei ganz, ganz kleine Dinger, die irgendwie da rausragen. Ach nee, sind die Boote. Ich dachte gerade schon. So viel auf jeden Fall zu Loot Lake, meine Freunde. Und ich möchte erstmal ein riesiges Shoutout raushauen an diesen unglaublich heftigen Gleiter. Den musste ich mir heute Morgen direkt gönnen, Leute. Schaut euch mal bitte diesen Gleiter an. Alter, es ist einfach der weiße Drache mit eiskaltem Blick von Yu-Gi-Oh, Leute. What the fuck? Was geht da bitte ab? Also richtig, richtig heftige Sache. Und ich weiß auf jeden Fall jetzt schon, dass wir da auf dem See in Loot Lake richtig witzige Sachen erspielen können. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig nice. Ich würde sagen, meine Freunde, wir schauen mal ganz kurz, ob ich hier irgendwo vielleicht die eine oder andere Impulsgranate finde. Vielleicht finden wir sogar irgendwo ein Lama. Hätte ich jetzt vielleicht mal nach Ausschau halten sollen. Wäre vielleicht nicht dumm gewesen. Ich würde sagen, meine Freunde, wir sehen uns dann gleich bei Loot Lake, wenn ich alles zusammen habe und wir ein paar Experimente starten können.
Guck mal, meine Freunde, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe alles, was ich brauche. Ich würde sagen, wir gehen ja mal rüber und fliegen mal sofort rüber zum Loot Lake. Also ich bin wirklich gestern genauso buff gewesen, wie ihr wahrscheinlich gerade seid. Ich hätte damit nicht gerechnet, meine Freunde. Was ist dieser riesige Berg? Der ist mir noch nie aufgefallen. Wo kommt der her, der Bruder? Ist mir noch nie aufgefallen vorher, aber gut. Wie gesagt, also das war eine absolut kranke Animation, die wir da gesehen haben. Sah richtig, richtig heftig aus. Und wenn man sich Loot Lake jetzt mal, wie gesagt, aus der Ferne anguckt, meine Freunde, es sieht schon wirklich anders aus. Es erinnert mich ein bisschen an die Jumping Crystals, nur dass es halt diesmal, wie gesagt, eine komplette Fläche ist. Und ich glaube, dass Loot Lake auf jeden Fall einer der Hotspots sein wird zum Landen hier in einer Battle Royale Runde. Kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass da jetzt, wie gesagt, echt einiges down geht. Ich würde sagen, wir fliegen mal ganz kurz rüber, meine Freunde. 6 Jump Pads sind da. Und dann würde ich sagen, ist das erste Mal, dass wir selber jetzt Loot Lake quasi betreten. Ey, dieser Gleiter, er sieht so heftig aus, meine Freunde. Also, was sie momentan wieder raushauen, ist schon krass, Leute. Ich freue mich richtig heftig auf die neue Season. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Schreibt auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare, was ihr in der neuen Season so erwartet, wo ihr drauf Bock habt. Und jetzt würde ich sagen, ist es Zeit, diesen wunderschönen See das erste Mal zu betreten. Also Leute, ich würde sagen, auf geht's und man jumpt richtig krass hoch. Meine Frage ist jetzt, meine Freunde, kann ich hier beispielsweise ein Stadion hinmachen? Kann ich easy machen? Kann ich easy machen? Loot Lake damit zu einer absolut geilen Arena geworden. Schaut euch das mal bitte an, Leute, was ich jetzt hier alles machen kann. Also das ist jetzt schon echt nice. Hier kann man auf jeden Fall jetzt einiges mitmachen. Mal schauen, Leute, wie das aussieht, wenn ich jetzt hier... Komm, ich muss es richtig timen, glaube ich. Macht das einen Unterschied, wenn ich jetzt hier... Oh nein, die Items bouncen ja auch weg. Habt ihr das gesehen, Leute? Schaut mal, Items bouncen auch weg. Guck mal. Okay, das ist krass. Das ist krass. Das heißt, wenn ich jetzt hier genau was hinwerfen würde... Okay, die wird wahrscheinlich liegen bleiben. Okay, damit boostet man sich nochmal ein bisschen höher. Also ihr seht schon, Leute, das ist echt schon ziemlich, ziemlich krass. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich heftiger, als ich erwartet hätte. Vor allen Dingen, man bewegt sich die ganze Zeit vorweg. Also ich nehme jetzt mal die Hände von der Tastatur, meine Freunde. Man hüpft automatisch immer weiter. Das heißt, man wird quasi auf dem Loot Lake gehalten. Ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt, ob ich jetzt von alleine runtergehe oder nicht. Okay, das heißt, ich kriege keinen Schaden an der Seite. Das ist schon mal ganz gut. Aber schaut mal hier, die Items, die hüpfen auch weg. Habt ihr das gesehen, Leute? Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich glaube schon. Okay, ich kann auch ganz normal, wie auf normalem Wasser bauen. Das ist interessant, das ist ganz gut zu wissen. Dann können wir doch mal hingehen, meine Freunde. Machen wir mal Folgendes. Jetzt haben wir ein Jumppad hier drauf. Okay, krass. Ich würde sagen, wir gehen mal hier ganz kurz hin. Oh mein Gott, ist das nervig. Okay, das ist schon wieder... Und es ist sehr unkontrollierbar. Also ich kann es nicht hundertprozentig steuern, Leute. Muss man ein bisschen... vorsichtig mit sein. Okay, wenn ich aber jetzt hier drüber baue, passiert hier nichts Außergewöhnliches. Okay. Das ist interessant, das ist interessant. Ich würde sagen, wir machen mal Folgendes, meine Freunde. Wie das jetzt aussieht, wenn ich jetzt quasi von hier aus auf ein Jump-Pad springe. Wenn ich jetzt quasi den hier mache, Leute. Okay, boostet mich nicht unbedingt höher. Was ist, wenn wir unseren guten, unser altbewährten Trink machen? Okay, Leute, also es ist wirklich einfach nur das hier. Es ist einfach nur das hier. Wir haben wirklich hier dieses... Dieses riesige Trampolin jetzt mitten in Fortnite auf der Map stehen. Und ich glaube nicht, dass es das war. Also ich glaube nicht, dass das alles gewesen ist, Leute. Schreibt mal gerne eure Meinung dafür in die Kommentare. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, wie gesagt, alles gewesen ist. Hier auf jeden Fall richtig geil mit dem Einkaufswagen, Leute. Oh mein Gott, Stuntpunkte des Todes, Leute. Alles klar, hier kann man auf jeden Fall Stuntpunkte farmen. Das geht auf jeden Fall richtig gut hier. Ich glaube, man kann das ganz gut erkennen. Wenn man jetzt irgendwie es schafft, draußen zu landen, Leute, damit schafft man auf jeden Fall den absoluten Stuntpunkte-Rekord. Also ich glaube, wenn man dann noch jemand anderen hat, der einem dabei hilft. Müssen wir mal gucken, ob ich hier irgendwie runterkomme. Schauen wir mal. Mal gucken, wenn ich jetzt hier irgendwo am Land landen kann. Ja. 1 Million Stuntpunkte, ganz easy gemacht an der Stelle. Crazy, Leute. Jetzt ist aber auch mein Game irgendwie abgestürzt und die Map hat sich geschlossen. Ich weiß nicht genau, was gerade passiert ist, keine Ahnung. Irgendwie ist gerade einfach der Server ausgegangen, glaube ich. Ja, gut, Leute, was soll ich sagen? Das auf jeden Fall zum neuen Update. Das ist auf jeden Fall gestern Abend alles in Loot Lake passiert. Richtig krasse Geschichte, meiner Meinung nach. Wenn ihr es genauso krass findet, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Heute Nachmittag, beziehungsweise heute Mittag, geht es dann ganz normal mit einem weiteren Video von Fortnite weiter. Ich dachte mir, es wäre noch schön, dieses kleine Update hinzubringen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, was wir da jetzt alles noch machen können. Ich habe auf jeden Fall schon richtig geile Ideen für neue Spielmodi. Jetzt ist der Server einfach abgestürzt. Ich weiß nicht, vielleicht hat Epic Games mich runtergeworfen. Vielleicht habe ich zu viel gesagt. Vielleicht habe ich zu viel gewusst. Keine Ahnung, Leute. Ist mir auch egal. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß dabei. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß in der Schule, meine Freunde. Wir sehen uns um 12:30 Uhr bei einem weiteren Video. Ich küsse eure Augen. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.